Wir hatten einen Krieg verloren, den größten aller Zeiten. Wir fühlten uns wie neugeboren und wollten uns nie wieder streiten. Der Krieg war nun vorbei. Die Häuser, es brannten die Scheunen, doch brannte nirgendwo Licht. Die Stunde Null war da. Und Deutschland lag in Dunkelheit. Wir mussten betteln, wir mussten borgen, doch jeder hoffte für sich auf morgen. Drum habt ein stilles Mitleid mit den Leuten aus jener Zeit. Meine Herrschaften, hereinspaziert! Alle mitwirkenden Personen sind unfreiwillig erfunden. Entstehende Ähnlichkeiten sind durchaus beabsichtigt und nicht zufällig. Taschenmesser sind in der Garderobe abzugeben. Militär ist an der Leine zu führen. Die verehrlichten Damen werden gebeten, die Rucksäcke abzulegen. Das Zersägen einer Dame! Besteck ist mitzubringen! Das Leben ist ein Rummelplatz, Rummelplatz, und auf diesem Bummelplatz, Tummelplatz wechseln wir uns ein und fallen dabei rein und schaukeln und wir zittern, Ohren gaukeln und wir flittern. Das Leben ist ein Rummelplatz, Rummelplatz, und auf diesem Bummelplatz, Schummelplatz sausen wir vor Stimmung mit Humor und Geschrei. Wir sind Lilliputaner bei der Seifenverteilung. Wir sind Gedächtniskünstler beim achten Fragebogen. Wir sind Hungerkünstler in der dritten Dekade. Und der Tag ist grau und der Morgen flau, aber glitzernd steht die Fassade. Hereinspaziert, meine Herrschaften, hier ist das richtig. Hier kriegen Sie etwas, was Sie lange entbehrt haben. Sie denken Würstchen, meine Dame, aber nein. Es sind noch keine Walzbrezeln und keine Brathühnchen, nein. Hier bekommen Sie Freiheit. Freiheit, die Sie früher teuer bezahlen mussten. Diese Freiheit, die wir meinen, kostet hier keine 5 Mark, keine 3 Mark, keine 1 Mark. Es kostet Sie nur eine Unterschrift in unser Parteibuch. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Und das die teure Gattin zu ihrem Herrn Gemahl. Theodor, ich glaube nichts mehr. Hier, meine Herrschaften, kriegen Sie Ihren Glauben wieder. Wenn Ihnen also im Gedränge des Jahrhunderts Ihr Glaube abhanden gekommen ist, hier kriegen Sie einen neuen. In besonderen Fällen richten Sie auch Ihren ramponierten Glauben wieder neu her. Nein, meine Herrschaften, man soll Sie nicht fahren lassen. Die Hoffnung wird immer gebraucht.
ob ihre drei Eimer Kohlen noch nicht eingetroffen sind, ob auch die 20. Friedenskonferenz aussieht wie das Hornberger Bunkersprengen. Mit wenigen Kubikzentimetern Hoffnung können sie sich jetzt bei Grundeis über Wasser halten. Wir bieten Hoffnung. Eine gute Hoffnung, meine Damen. Das schönste Geschenk für Jung und Alt ist die Liebe. In früheren Jahrhunderten war die Liebe eine Sache, die sich nicht jeder leisten konnte. Eine teure Angelegenheit, die nur hochstehenden Männern offen stand. Heute, meine Herren, brauchen Sie keine Brillantfolies, keine Pelzmäntel, keine Lustschlösser mehr. Wir bieten Ihnen Liebe für 5 Zigaretten. Wenn Ihnen keine zustehen, nehmen wir auch zivile Preise. Hier die guten Theorien, Doktrinen, wir wollen Prinzipien. Liebe in der Zone für groß und klein, Doktrinen, Doktrinen. Haben Sie nicht eine Scheibe Brot? Hier die guten Theorien, Doktrinen, die Welt anschauen für groß und klein, Doktrinen, Doktrinen. Haben Sie nicht ein paar alte Schuhe? Ich hab Karte 3. Und ich hab Karte 3. Wir sind das heute so seltene deutsche Liebespaar. Wir haben nicht viel Kraft und keine Leidenschaft. Wir sind so wild, wie Opa bei der goldenen Hochzeit war. Früher liebten sich die Pärchen zur Bewusstlosigkeit. Aber wir kennen heut nur die Lustlosigkeit. Unmöglich im 7. Himmel zu schweben. Na, dann lassen wir es eben. Ja, dann lassen wir es eben. Ich hab Karte 3. Und ich hab Karte 3. Wenn wir uns treffen, sind wir abgehetzt. Ohne Feuer, ohne Mumm. Und wieso? Weshalb? Warum? Weil man alles nur auf eine Karte setzt. Wir sind für die Gegenwart zu dämlich. Kartoffelzuteilung ist wichtiger als der Liebesschmerz. Wir sind für die Gegenwart zu dämlich. Erst kommen die Kohlen, dann das Herz. Die Kameraden vom BDM sitzen warm bei Ex und Hem. Die Kameraden von der HJ summen ja Kett und Jatz und Hot. Aber wir sind für die Gegenwart zu dämlich. Wir denken nicht an ein Tete-a-Tete, weil es ja doch nicht geht. Was soll die Sehnsucht nützen, in meiner einzigen Stube sitzen? Vater, Mutter, Schwestern, Brüder, wollen wir uns alleine sehen? Dann müssen wir unter Menschen gehen, auf dem Rest einer Bank, neben dem Rest eines Rummels sitzt der Rest einer Generation, raucht den Rest eines Stummels und den Rest unseres Gefühls, den beresten wir zu zweit. Ohne Hoffnung auf den Rest unserer Zeit. Schluss! Sowas will man heutzutage nicht mehr hören. Aber mein Herr... Ich sage nein. Aber mein Herr... Ich sage nein, nein, das ist typische deutsche Eigenschaft. Da sieht man's ja wieder mal. Erst legt so ein Volk die halbe Welt in Asche und dann kommen sie mit der Mitleidsmasche. So lassen sie Vergangenes doch ruhen. Quatsch! Gehen Sie arbeiten. Es gibt genug zu tun. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Kommen Sie auch noch mit Beschwerden? Diese Jugend ohne Tugend, da muss durchgegriffen werden. Mann, darüber spricht der Reich, ja denken, wie man will.
Sie sollten sich was schämen. Nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Unsere Stadt wird aufgeräumt. Wir haben den Arbeitsdienst versäumt. Typische deutsche Eigenschaft. Da sieht man's ja wieder mal. Aber meine Herren, Sie stören ja das ganze Programm. Wer sind Sie eigentlich? Gestatten? Dr. Humorlos. Phrasiologe. Mein Name ist Häufig. Ich bin der Durchschnittsdeutsche. Sozusagen der Normalverbraucher. Durchschnittsdeutscher hat keinen Charakter. Mich haben Sie als Vorkämpfer für die Freiheit gewonnen. Vorkämpfer? Das geht ja noch. Ich dachte, die Hauptkämpfe haben schon begonnen. Sagen Sie mal, gibt's denn hier keine Schießbude? Da kommt der Jans aus der Übung. Schießbude ist hier, mein Herr. Aber schießen ist nicht mehr. Nanu, aber muss doch irgendeinen Ersatz dafür geben. Ja, ja, Sie können was einschmeißen. Sie kriegen von mir so eine Stoffkugel und töppern damit leere Konservenbüchsen runter. Macht auch ja einen schönen Krach. Naja, aber der richtige Genuss ist es nicht. Nee, Herr Oberstleutnant. Sie kennen mich. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Rühren. Wo ihr dient? In Ihrem Regiment, Herr Oberstleutnant. Rühren. Tja, so weit sind wir also gekommen. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Trauriger Zivilistenclub. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Rühren. Geschossen darf mehr werden. Und sowas nennt sich Volksbelustigung. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Rühren. Achtung. Rühren. Achtung. Rühren. Achtung. Rühren. Achtung. Rühren. Ein Gewehr haben wir leider heute nicht mehr. Und wir schmeißen doch die Flinte nicht ins Korn. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Zwei, drei Zeilen und wir werden zur Fahne eilen. Jetzt sie als welcher und beginnen von vorn. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Worte wie LKW und PKW. Dienstbefehl und Einsatz sind noch nicht entfernt. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Noch sind wir schmerzlich geworden. Noch sind die Tage der Orden. Wir stehen ohne Gewehr, weil Brot, sie lernt es, sie lernt. Noch gibt's den Kaiserplatz, Wilhelmplatz, Lützeplatz, Herberplatz, Kronprinzenallee. Kaiserdamm, Preußenpark, Friedenstadt, Bismarckplatz und den Schlachtensee. Noch gibt's die Kanonierstraße, Grenadierstraße und Zollernplatz. Da kommen sie wieder an mit Speisemann. Für die Katz, Aura aus! Unsere Zeit ist nicht vorbei. Seien Sie doch bloß vorsichtig. Wie sind wir da wie einst im Wald? Seien Sie doch bloß vorsichtig. Erster Weltkrieg, eins und zwei. Seien Sie doch bloß vorsichtig. Doch alle guten Dinge sind frei. Seien Sie doch bloß vorsichtig. Demokratie ist ja, ja. Seien Sie doch bloß vorsichtig. Bloßen Führer bis da oben. Seien Sie doch, ach was? Was fängt man an? Was fängt man an? Als deutscher Mann. Als deutscher Mann, solange man keinen Treu gehorchen kann. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, nee, also wissen Sie. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, nee, also wissen Sie. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie. Also wissen Sie, nee. Da ziehen Sie heilige Dinge in Schmutz. Wir haben doch mal fest dran geglaubt. Manna. Nimmt keiner denn heut unsere Ehre in Schutz? Ja, dürfen die das überhaupt? Ja, dürfen die das überhaupt? Der Militarismus ist schuld an allem. Daran ist nicht zu kritteln. Ach was, Politik ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Das sieht man doch an dem Zirkus, den die mit uns hier veranstalten. Karussell, Karussell, es geht vorwärts, aber nur im Kreise. Karussell, Karussell, weiter kommen wir nicht auf diese Weise. Wie wir uns auch wenden, wir drehen uns auf der Stelle. Wer hält es an das Karussell?
wieder da, der Kampfdichter der Zeit. Was wollen Sie mehr? Ich schreibe mit Gesinnung, das Talent läuft hinterher. Meine Dramen sind so dicke und ich schreibe sie gleich ins Reine. Unsere Welt, die geht in Stücke, aber leider nicht in meine. Karussell, Karussell, es geht vorwärts, aber nur im Kreise. Wie wir uns auch wenden, wir drehen uns auf Gestell. Wer hält es an, das Karussell? Ich bin wieder da, ich bin wieder da, der Mann der Politik. Ich wärme die gleichen Phrasen auf wie nach dem Ersten Krieg. Uns fehlt zum Aufbau manches, weil Deutschland viel verlor. Vor allen Dingen Selbstkritik und zweitens auch Humor. Karussell, Karussell, es geht vorwärts, aber nur im Kreise. Wie wir uns auch wenden, wir drehen uns auf Gestell. Wer hält es an, das Karussell? Ich bin wieder da, der beleidigte Offizier. Der Krieg wäre zu gewinnen gewesen. Es lag nicht an mir. Der Dolch stoß sah von hinten ein. Wer widerspricht, der lügt. Von Verlieren kann keine Rede sein. Durch die anderen haben ihr Sicht. Karussell, Karussell, es geht vorwärts, aber nur im Kreise. Wie wir uns auch wenden, wir drehen uns auf Gestell. Wer hält es an, das Karussell? Ich bin wieder da, die Hoffnung auf die neue, bessere Zeit, in der es keine Bomben gibt und Angst und Hass und Streit. Ich hoffe immer wieder, unser ganzes Land wäre frei. Kurz vor der nächsten Konferenz komm ich nochmal vorbei. Karussell, Karussell, es geht vorwärts, aber nur im Kreise. Karussell, Karussell, weiter kommen wir nicht auf diese Weise. Wie wir uns auch wenden, wir drehen uns auf Gestell. Wer hält es an? Wer hält es an? Wer hält es an, das Karussell? Die kühnsten Träume übersteigt die Abnormitätenshow. Das muss man gesehen haben, da muss man dabei gewesen sein. Davon werden Sie noch einst Ihren Enkelkindern erzählen, wenn dieselben dann überhaupt noch Deutsch verstehen. In der ersten Abteilung unseres Gala-Sensations- und Monsterprogramms sehen Sie die Zersichte Dame. Eine Attraktion in zwei Teilen. Mit Talent und mit Routine biet ich täglich meine Kunst hier fein. Man zersägt mich auf der Bühne, hinterher macht man mich wieder heil. Meine Partner sind zwei Brüder, die mich in der Kiste drin halbieren. Und ich staune immer wieder, dass sie mich dabei nicht demolieren. Doch sie krümmen mir keine Feder und ich steh da wie vorher. Ja, zersägen, das kann jeder, aber ganz machen, das ist schwer. Leider haben die zwei Athleten mich zur Dame ihrer Wahl bestimmt und ich schweb in tausend Nöten, dass ich eine nimmt. Beide wollen mich umfassen, doch ich sprach, mir ist nicht sehr danach. Und nun haben sie mich verlassen, als ich grad zersägt im Kasten lag. Ängstlich rief ich, Heda, Heda, doch das hörten sie nicht mehr. Ja, zersägen, das kann jeder, aber ganz machen, das ist schwer. Weil sich meine Partner hassten, war ihr Spiel mit mir so abgefeimt. Nun lieg ich halbiert im Kasten, weil mich keiner mehr zusammenleimt. Die Verbindung ist gerissen, um den Leib trag ich Notverband. Wie ich heiße, wollen Sie es wissen?
Berolina werde ich genannt. Und drum zieh ich jetzt vom Leder, stellt mich so wie früher her. Denn zersägen, das kann jeder, aber ganz machen, das ist schwer. Würde vielleicht einer der Herren die Güte haben, mich bei der nun folgenden Kostprobe meines Könnens zu assistieren? Was soll denn gemacht werden? Oh, Sie brauchen sich nur an die Wand zu stellen. An die Wand stellen? Ich? Was soll ich denn da? Sie sollen nur stillhalten. Stillhalten? Immer ich. Man kommt manchmal in Lagen und muss was wagen, was man nicht will. Statt schleunigst auszurücken, bleibt man hier picken und hält doch still. Man ist passives Opfer, wie ein Teppichklopfer wird man benutzt. Er hebt die Hand, jetzt legt er an, auf meine Wand, jetzt bin ich dran. Schweig still, mein Herz, ich bleibe Mann. Aber ich bin ja noch gar nicht so weit. Ich red mir ein, ach, mir passiert ja nichts. Ich red mir ein, ach, man riskiert ja nichts. Wer keinen Mut hat, der probiert ja nichts. Aber die Angst, aber die Angst, aber die Angst. Ich red mir ein, das Messer trifft schon ins Holz. Vielleicht prallt es auch ab und schlägt bloß Gewolz. Und schließlich hat der Mann ja auch seinen Stolz. Aber die Angst, aber die Angst, aber die Angst. Zähne zusammen mit festem, ruhigem Biss. Das einzig Gewisse an der Angelegenheit ist, sie ist ungewiss. Was soll man machen? Rennt man weg? Bleibt man stehen? Es wird ja schon nicht so leicht ins Auge gehen. Äußerlich bin ich der starke Mann. Doch wie's da drinnen aussieht, geht niemand was an. Nimmt man heut voll Interesse die Tagespresse mal in die Hand, liest man von oben bis unten unzählgelunden für einen Weltenbrand. Jeder folgt den Gelüsten, neu aufzurüsten für unser Geld. Marschmusik schallt, hier droht Gewalt, sagt keiner Halt, da hat's geknallt. Die Welt ist kein schöner Aufenthalt, aber es ist ja noch gar nicht so weit. Ich red mir ein, ach, mir passiert ja nichts. Ich red mir ein, noch explodiert ja nichts. Und brennt woanders, uns passiert ja nichts. Aber die Angst, aber die Angst, aber die Angst. Ich red mir ein, die Welt wird schon aufhören zu sieden. Ich red mir ein, sie wollen ja alle den Frieden, auch wenn sie immer mehr Atomköpfe schmieden. Aber die Angst, aber die Angst, aber die Angst. Langsam, langsam. Überall komm es. Das einzig Gewisse an der Angelegenheit ist, sie ist ungewiss. Hat denn das Leben hierzulande noch einen Sinn? Und wenn man weg will, kommt die Frage, wohin? Schließlich sind wir hier noch ganz gut dran. Doch wie es da draußen aussieht, geht uns auch etwas an. Damen und Herren, sichern Sie sich schleunigst Karten für die große Völkerschau. In den unwegsamen Gefilden unseres Landes lebt ein einsamer Völkerstamm. Manche der Eingeborenen wohnen in Höhlen, Fensterglas ist nur wenigen bekannt, fremdartig sind ihre Nationaltänze und sie übertönen die Gegenwart mit ihrem wilden Geschrei. Da hören Sie, das ist die Sprache von Dise Wilde. Und leben immer Kesser heute. Guten Morgen besser. Ja, dieser Völkerstamm steht heute
heute nicht mehr stramm. Mensch, am Kudamm ist immer was los. Und 16 Uhr ist halb und glatt. Ist Modenschau für den Export zum schwarzen Markt. Wie teuer? Geld will die Gilden nicht. Geld wollen auch Wilden nicht. Geld guckt der wilden Mann mit großem Misstrauen an. Denn wenn sie's interessiert, im Kapernkral wird kompensiert. Was kostet der Kaffee? 300. Was kostet der Kaffee? Was kostet der Kaffee? 500. Was meinst du verschenkst? Ist zu gefährlich mit ihnen. Man kann auch ehrlich verdienen. Ist mein Auto noch da? Ja, ihr Auto ist da. Ist meine Frau noch da? Ja, ihre Frau ist da. Heute stehlen sie einen Schmuck und Weib und Verdeck und Schläuche. Hurra, hat die Polizei. Hat die Polizei. Hat die Hände nicht frei. Hat die Hände nicht frei. So streng sind dort die Bräuche. Wir sind der Völkerstamm, der wilde Völkerstamm. Wir machen viel Tamtam um den Kurfürstendamm. Die Einheit ist enorm. Hauptsache, wir kriegen keine Währungsreform. Wollen Sie eine Perser kaufen? Wollen Sie eine Perser kaufen? Ziemlich neu und kaum belaufen. Eine Brücke, schön! Eine Lücke. Vor zwei Jahren haben wir noch die Panzerfaust gedreht. Heute schreien wir, wo bleibt mein Kehrpaket? Klopapier? Ja. Schokolade? Schön, der kann uns am Zoo treffen oder Café Wien. Hallo, Fräulein. Der Abend der Dame vom Kurfürsten Dam. Es lockt Onkel Sam mit Ham und Jam. Sie singt in den Clubs der Besatzungsmacht. Denn in ihr wühlt der Wille zur Nacht. Es klappt um die Wimpern, es strahlt das Make-up, klipp, klapp. Früher ging man zum Club, aber heute statt zum Club, zum Club. Man macht auf den Weg sich beim Abendbrot. Kunst geht nicht nach Brot, nein, nach Abendbrot. Zum Club, das heißt zum Club. Dort kann man Hunger und Sehnsucht stillen. Mit schlechtem Englisch, doch mit gutem Willen. I learned my English in the Burley School. Doch das machte keinen Spaß, denn der Lehrer war schwer von Begriff. Ich kann kaum mein eigenes Wort verstehen. Being a waiter, Fräulein, weder schön und trotzdem. Das Publikum denkt sich, nun geh schon, das ist kein Genuss. Bei aller Fraternization, hier stehe ich kann nicht anders, Schluss. Doch jetzt legen wir ein Tempo vor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, ist das etwa nix? Oh, wie sind wir modern? Germany calling, meine Herren. How do you do? Was sagen Sie nun? Und die Musik spielt dazu. I love you, Mr. Chesterfield. I love you, Mr. Philip Morris. I love you, wenn's auch nicht ladylike. But to get a camel, that's a lucky strike. I love you, Sir Walter Raleigh too. Und die Musik spielt dazu. Ich geh ran wie Blöcher. Ich geh ran wie Wellington. Ich geh auf Nummer sicher. Oh, heilig Gott, Duke Ellington. Weil man das beim Rock muss. Das Publikum, die Dame ist aus Cottbus. Ach, da sitzt der Bobby, da sitzt der Tubby. Tubby, ja, my luck is da, my sweet hat my digestion. Tubby, hello, Tubby. Tubby or not to be, that's a question. Ich bin hier unbegrenzt.
Möglichkeiten. Ich bin eine erotisch verfolgte Person. Bei mir gibt's nur, man kennt das schon, besinnungslose Kapitulation. Also wissen Sie, nee. Da gehen unsere Frauen mit den Amis spazieren. Wer hätte das damals geglaubt? Ja, ja. Und sowas nennt man dann fraternisieren. Ja, dürfen die das überhaupt? Ja, dürfen die das überhaupt? Wir Deutschen sind ein Denkervolk mit Doktorgrad und Matura. Doch brauchen wir geistige Nahrung jetzt. Wir hungern nach Kultura. Wer immer nur an gestern denkt, der ist ein Reaktionärer. Wir werden kulturell gelenkt durch unsere neuen Lehrer. Vom Westen. Vom Osten. Wir bringen das Land in Trab und weichen keinen Finger weit vom Vertrag in Potsdam ab. Die verdiente Künstler von der UdSSR, mit dem Fortschritt der Kultur kommen sie hierher. Juse, schick Filme her, gleich 100.000 Meterchen. Bloß den Film Ninotchka nicht, sonst ärgert sich noch Väterchen. Hey, hey, die Kultura rockt die Zusammenarbeit mit der Kultura. Allein kommt man nicht weit. Ist nichts gut für Hollywood, bloß Chaplin allerdings. Weil ich schwer ist, komm ich sein und trotzdem dabei links. Sowjetkunst ist sehr beliebt, im Westen ist ein Fabel. Schostakowitsch ist so populär, fast wie Clark Gable. Hey, hey, die Kultura braucht sich die Zusammenarbeit mit der Kultura. Allein kommt man nicht weit. Ihr seid gut zu unserer Leiter, drüben sitzt der Brett. Auf dem Eisner geht es in den USA nicht schlecht. Deutsche Bühnen spielen von uns die ganz modernen Werke. Wir zeigen nichts Modernes und gerade das ist unsere Stärke. Hey, hey, die Kultura braucht sich die Zusammenarbeit mit der Kultura. Allein kommt man nicht weit. Comrade. Wir bringen das Land in Trab und weichen keinen Finger breit vom Vertrag in Potsdam ab. Und weiter geht's in unserem Gala-Sensations- und Monsterprogramm. Wir sind in der Lage und imstande und zeigen Ihnen hier Adolfo Calorino, ein beklagenswertes Opfer der allgemeinen Demontage. Früher war ich der berühmte Fakir von Jans Thiel, ausgesäut mit Fakir, ich hab keinen Nil. Früher hängte ich mich auf an meiner Unterlippe, auch nicht mehr zu machen, ich hab keine Strippe. Früher trug ich auf dem Magen ein vollbeladen Lieferwagen, wo nehm ich den jetzt her? Die Produktion schreitet zwar fort, aber alles für den Export, alles für den Export. Früher war ich Hungerkünstler, leicht wie eine Feder. Da sperrte man mich ein in einen gläsern Kasten, ließ mich unter Aufsicht wissenschaftlich fasten. Heute gibt's keinen Applaus fürs Fasten. Zu viele sitzen selbst im Kasten und die deutschen Wissenschaftler schleppt man fort. Eben alles für den Export, alles für den Export.
Früher war es eins von meinen allerbesten Sachen, mich vor aller Augen unsichtbar zu machen. Heute gelingt es selbst den allergrößten Nazi-Schuften, unsichtbar zu werden, leise zu verduften. Auf ihr heimen Schifffahrtslinien verschwinden sie nach Argentinien, und so manche schlimme alte Nazi-Größe trifft man dort. Eben alles für den Export. Alles für den Export. Und nun, mein hochverehrtes Publikum, präsentieren wir Ihnen eine Laune unseres Altvaters, Mutter Natur. Die vier Arrogantis oder die Scheuklappen-Sisters. Wir haben nicht viel zu sagen. Wir sind ein bisschen blöd. Uns ist der Rock näher als der Kragen, an den es anderen geht. Scheuklappen, die Mode feine Damen. Scheuklappen, die unser Blick verrahmen. Scheuklappen, es gibt noch genug, was uns bewegt. Zum Beispiel Nylons, Partys, Neues für den Kleiderbügel. Christian Dior, langer Rock und ein Heiratsinserat im Tagesspiegel. Scheuklappen, mein Existenzialismus. Scheuklappen, wir sind für Egoismus, Eigenlüge. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Genossen und Genossinnen, treten Sie näher, denn hier sehen Sie etwas, das Sie nicht alle Tage zu sehen bekommen. Das schönste Geschenk für Mann und Frau. Wie eine Markt, die wird sich lohnen. Besuchen Sie unsere Monsterschau. Menschen, Tiere, Mutationen. Lausige Zeiten.
Mein Papa war Affe und Mama war Affe. Sie schaukelte mich einst auf Palmblätterkissen. Von wegen Affenliebe, doch ich war eine Rübe. Ich schmiss die Familie mit Kokosnüssen. Und dann kamen Leute, die suchten nach Beute. Mein Affeninstinkt sagte mir, aus ist der Traum. Mit Lassos, mit Langen, da wurde ich gefangen. Ich war auf dem Boden und schwer auf dem Baum. Wenn Menschen was wollen mit Lasso und List, muss ein Affe den Kürzeren ziehen. Nach Europa kam ich, wo's am finstersten ist, direktem Mann nach Berlin. Zuerst hatte ich Heimweh nach Urwald und Glück. Heute will ich nicht mehr zu den Affen zurück. Denn hier werde ich mehr als im Urwald bedeuten. Lausige Zeiten. Mensch, hier kann ich frei sein. Ich kann mich bewegen. Hier brauche ich nicht, um mein Leben zu zittern. Doch ihr tut mir leid, ihr Menschen dagegen. Ich sehe, ihr Armen, ihr sitzt hinter Gittern. Mir hat man hier Freiheit und Obst zuerkannt, viel mehr als in meinem eigenen Land. Doch ihr steht zeitlebens vor der Gitterwand. Das ist doch eine Affenschande. Ich hab mit euch Mitleid, ihr armen Schlucker. Ihr lebt ohne Nüsse und Ziel. Und gebt obendrein eurem Affen noch Zucker und habt doch selber nicht viel. Mensch, dass ihr nicht raus könnt, das ist der Mist. Ich kann mir schon vorstellen, wie das für euch ist. Das Gitter umringt euch von allen Seiten. Lausige Zeiten. Ihr sprecht viel vom Krieg, von Hass und von Schmach. Ich kenn das, wir Affen machen auch alles nach. Den Gedanken an Frieden, den habt ihr verlernt. Der ist weiter als Jalta von London entfernt. Ihr solltet nicht schüren, im Gegenteil. Ihr solltet denken und dämpfen. Auf der Welt gibt es Laubwald und Nadelwald. Habt ihr gesehen, dass die beiden mal kämpfen? Und wären auf der Welt alle Silbertannen weg nach kriegerischen Wettern? Was wäre dann gewonnen? Mal ehrlich, ein Dreck. Ihr könnt bloß auf Akazien noch klettern. Na, mir soll's egal sein, wie toll sie's auch treiben. Ein paar Affen werden immer noch übrig bleiben. Doch wäre es dann schöner, da lässt sich streiten. Lausige Zeiten. Ich bin gar kein Affe. Ich bin der Heimkehrer Schulze. Ich habe diese Rolle bloß übernommen. Als Mensch hört mir nämlich keiner zu. Da muss man schon als Affe kommen. Down. Hat man da Worte, hat man da Worte, da geht man elegant auf einen Rummel. Hat man da Worte, hat man da Worte und spürt in jeder Tasche ein Gefummel. Die Taschendiebe schleichen rum, man traut sich nicht vom Fleck. Sie fummeln in den Taschen rum und schälen alles weg. Weil keiner was zu essen hat, drum klaut er regelrecht. Denn niemand wird heute richtig satt, die Zeiten sind zu schlecht. Sie stahlen mir den Mantel, der ist schon speckig. Und unten saß das Volk und lachte dreckig. Tausend Räuber gehen durch die Gegend und sind da, wo du auch erschienst. Ob es schneit oder ob es regnet, unsere Räuber sind stets im Dienst. Und sie klauen dir das Bild mit Haken und die Kommode und das Besteck.
und sie ziehen mir noch das Laken in dunkler Nacht und dann hinten weg. Die Diebe vom Zigeunerstammen, sie klauen dir's Weißbrot mitsamt Attest. Sie klauen dir einzeln, sie klauen zusammen gleich alles, was dich die Tonade fest. Nimm dich in Acht, nimm dich in Acht, die Stiere hören in sauer Kraut. Nimm dich in Acht, nimm dich in Acht, sonst wirst du noch am Ende selbst geklaut. Hier ist der Ausgang, meine Herrschaften. In 10 Minuten wird der Rummelplatz für heute geschlossen. Was denn, schon? Also wissen Sie nicht. Muss sein. Feierabend. Aber morgen geht ihr weiter. Wenn nicht hier, dann anderswo. Der Rummel geht ewig so weiter. Das Leben ist der Rummelplatz, Rummelplatz. Und auf diesem Rummelplatz, Rummelplatz setzen wir uns ein und fallen dabei rein und schaukeln und erzittern und gaukeln und erflittern. Das Leben ist der Rummelplatz, Rummelplatz. Und auf diesem Rummelplatz, Schummelplatz sausen wir vor Stimmung mit Humor und Geschrei. Euch vielleicht etwas seltsam berühren, doch seltsam, ihr Leute, war das nicht. Das kann uns doch jeden Tag wieder passieren. Das ist die Moral der Geschichte. Der Wohlstand steht auf schmalem Fuß und die Gefahr, sie lauert. Heute leben wir im Überfluss. Wer weiß, wie lange das dauert. Drum denkt darüber nach und lernt aus der Vergangenheit. Traut keinem Kriege und keinem Siege und keiner Lüge, die euch betrüge. Und habt ein stilles Mitleid mit den Leuten aus jener Zeit.